Ja, so wie wir ausgewandert sind, macht wahrscheinlich heutzutage keiner mehr. Wir haben also unsere Sachen gepackt und Container gepackt und dann sind wir einfach nach Amerika. Moin Moin! Manu, mein Engelchen, komm runter! Okay, Conny, ich komme. Moin Moin und Aloha bei Reimanns Live. Moin Moin, liebe YouTube-Fangemeinde. Aloha. Willkommen in unserer neuen Sabbelstunde. Hier gibt es demnächst lustige Geschichten um unser Leben, was wir machen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen mal haben solltet, einfach in die Kommentare und dann suchen wir uns welche raus und dann seht ihr in den nächsten Sabbelstunden die Sachen, die ihr gerne sehen wollt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, kann ich euch nur empfehlen, das Ganze auch zu abonnieren. Ja, und die meistgestellte Frage bei uns war eigentlich über das Auswandern. Ja, so wie wir ausgewandert sind, macht wahrscheinlich heutzutage keiner mehr. Wir sind ja damals ohne jegliche Perspektive, wenn man das so sieht, ausgewandert. Wir haben also unsere Sachen gepackt und Container gepackt und dann sind wir einfach nach Amerika. Ohne Job und ohne Haus sind wir einfach losgezogen. Ja, mit zwei Kindern, mit Papagei und mit Hund. Wenn man mich fragt, ob ich das noch mal machen würde, würde ich sagen, klar. Nur eben halt vielleicht ein bisschen anders. Ne? Vielleicht hätte man auch die Sprache vorher lernen sollen. Naja, komm, nein, wir konnten schon Englisch sprechen. Wir konnten Englisch. So schlecht war es jetzt auch wieder nicht. Ich kann auch nur als Tipp geben, wenn man dahin geht, wo man eben halt dann irgendwann hin möchte, sollte man vielleicht ein paar Mal vorher da gewesen sein und sich das Ganze angucken, wo man da hingeht und vielleicht schon mal das ein oder andere erledigen kann auf ein Amt oder so, dass man fragt, was man für Papiere braucht oder so. Man sollte sich auch niemals auf irgendwelche Leute verlassen, so nach dem Motto, ja, ich mach das für dich oder ja, komm mal erst mal rüber und dann sehen wir mal. Alles, was ihr macht oder wenn ihr auswandern wollt, müsst ihr selber machen. Dann seid ihr selber dafür verantwortlich und könnt nicht sagen, ja, hättest du mir doch sagen können und so, sondern ihr müsst das alles selber machen. Damals, als wir ausgewandert sind, da gab es auch keine Informationen über das Auswandern. Wir haben das mit der Green Card und das Ganze mit der Verlosung, das haben wir alles selbst nachgelesen. Und wer hat die Green Card gewonnen? Oh, jetzt kommt der schon wieder, meine Güte. Ja, da Manuel sie gewonnen hatte und wir noch nicht verheiratet waren, wir hatten zwar ein eheähnliches Verhältnis, was ja in Deutschland schon mal viel zählt, aber in Amerika nichts wert ist. Also, was mussten wir, mein Engelchen? Wir mussten heiraten. Es war damals sehr abenteuerlich, als wir nach Amerika angekommen sind und haben unsere erste Nacht, also einen Rastplatz an der Autobahn. Ja. Da standen wir da und da haben wir dann gesessen. Und unsere erste Nacht. Erste Nacht, ja. Das war schon sehr abenteuerlich. In den USA. Wir hatten weder Jobs, wir hatten noch kein Haus. Wir hatten nur einen Wohnwagen und einen Pickup-Truck. Wir hatten also ein fahrbares Haus, also ein Wohnwagen in Amerika ist ja nur für sich ein kleines Haus. Da ist ja alles drin, was man sich vorstellen kann. Und sind wir mit dem Pickup und dem Wohnwagen von Texas nach Las Vegas gefahren und haben da in der Whitechapel geheiratet. Ne? Unsere Kinder waren unsere Trauzeugen. Ja. Dann saß da noch ein, wie sagt man das, ein Trauzeuge, den man buchen konnte. Der saß denn da und den haben wir gefragt. Die Frau von der Rezeption war das, Conny. Ach so. Die war das. Und aber wer hat denn da geheult? Das war, glaube ich, der Bruder von der, die uns getraut so, hat. Der heult auf Kommando. Der hat das dann auch da gesessen und hat geweint. Ja. Ich glaube, am dritten Tag hatten wir auch einen Job gehabt. Und dann musste ich auch noch meinen Führerschein nachmachen. Das war sehr schwierig. 20 Fragen am Computer. Du bist durchgefallen. Ich bin durchgefallen. Ich habe bestanden. Ja. Und dann musste ich den nächsten Tag hin und dann durfte ich den Test nochmal machen. Aber dann habe ich ihn auch bestanden. Wir hatten eine Maklerin, die hast du rausgesucht, ne? Mhm. Und die hat Manu angeschrieben.
und hat gefragt, ob sie uns dann auch Häuser zeigen kann. Und das ging dann ratzfatz. Wir waren also da, ich glaube am zweiten oder dritten Tag sind wir schon los. Zweiten Tag sind wir los. Haben Häuser uns angeguckt. Am dritten Tag hatten wir schon unser Haus. Ja. Wir sind ja in den Sommerferien ausgewandert. So hatten wir die Möglichkeit, dann in den Ferien praktisch dann uns da zu informieren, wo die Kinder zur Schule gehen müssen, beziehungsweise anzumelden. Und als die Ferien vorbei waren, sind die Kinder dann einfach da in die Schule gegangen. Die wurden ins kalte Wasser geschubst. Ja. Ja, und dann ging die große Reise los. Die ersten Erfahrungen in Amerika. An und für sich ist Auswandern einfach. Man muss es nur wollen, mit ganzem Herzen dabei sein und wirklich auch sich durch nichts zu erschüttern zu lassen, sondern einfach durchbeißen. Und vielleicht auch was ganz Wichtiges, es gibt viele Leute, die wandern nur mit dem Koffer aus. Kann man machen. Man kann alles wieder neu kaufen. Neues Haus, neue Wohnung, neue Möbel, neues Auto. Und schwupps ist man wieder in der Schuldenfalle drin. Ja, aber ich könnte das nicht. Also ich beneide Leute, die den Rucksack packen und auswandern oder mit dem Koffer nur. Ich brauche meine Fotos, ich brauchte den Schrank von meiner Oma, meinen pinkfarbenen Schrank, der gehört zu mir. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Ich dachte, ich gehöre zu dir. Du gehörst auch zu mir, aber der Schrank auch. Ja. Ja, unser Umzug war ja auch damals der erste Umzug, war ja ein bisschen abenteuerlich. Vorher hatten wir noch nie die Idee gehabt, mit einem Container wegzugehen und den zu packen. Das war auch nicht ganz einfach. Wir haben ja wirklich alles mitgenommen. Aber du bist ja ein guter Tetris-Spieler. Ja, ich spiele immer Tetris. Ja, wir haben also dann in dem Container wirklich die Schränke wieder aufgebaut, hingestellt und die Schränke selbst auch noch wieder befüllt. Bei uns gab es keine Lücke. Nee, es gab keine Lücke. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, als wir jetzt drüben waren, in Gainesville in Amerika, eben praktisch unser Leben neu zu starten, ohne dass wir großartig jetzt Anschaffungen machen mussten. Inklusive meiner Werkstatt, meiner Drehbank. Meine Nähmaschine. Deine Nähmaschine. Ich hatte Material mit zum Bauen. Die Werkstatt hinten, die ich mir gebaut habe, die habe ich nur aus dem Material gebaut, was ich mitgenommen hatte. Also jetzt Schrauben oder was, oder wenn ich was schweißen musste. Ich habe meine Schweißgeräte aus Deutschland mitgenommen. Ich konnte also praktisch richtig gleich anfangen. Ne? Und das ist schon sehr abenteuerlich, wenn man in ein Land geht, was man meistens nur vom Film kennt. Ne? John Wayne oder was, oder mit den Indianers. Naja, wir waren ja ein paar Mal zum Urlaub da. Ne? Ja. Wir waren zum Urlaub da, aber wenn man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt sind wir wirklich hier. Das ist schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ja. Am Ende, wenn man das dann auch geschafft hat, dann kann man ja auch zu seinen Engelchen sagen, siehst du, wir haben es geschafft. Ne? Genau. Weil am schlimmsten wäre es, wenn wir sagen würden, hätten wir es noch gemacht. Irgendwann. Ja. Weil wir haben es gemacht. Ich glaube, wenn man so auswandert oder so ähnlich wie wir, sollte man niemals im Gräuel von Deutschland weggehen, sondern Deutschland immer noch als Plan B benutzen, dass man immer wieder zurückgeht. Weil wir hatten wirklich ein schönes Leben. Also wir hatten gute Jobs, wir hatten ein schönes Zuhause. Also von daher sind wir nicht gegangen, weil wir gehen mussten. Sondern wir wollten. Aus diversen Gründen, sondern wir wollten einfach ein Abenteuer, was Neues erleben. Was anderes. Und sind gegangen. Das ist schon. Aber das war eben 16 halt Jahre her. Wir sind jetzt schon 15 Jahre in den USA. Ui. Ja. Liebe YouTube-Fangemeinde, wenn ihr noch Warum lachst du denn jetzt? Ich lache einfach nur. Mein Engelchen ist so spaßig, ne? Also, meine lieben YouTuber, meine Fangemeinde, unsere Fangemeinde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen über irgendwelche speziellen Sachen, die außergewöhnlich sind oder so, oder wenn ihr vielleicht was wissen wollt, was man so mal in so einem kleinen Smalltalk mit meinem Engelchen so beantworten kann. Ne? Ihr wisst ja, wie ihr das machen müsst. Ne? Abonnieren könnt ihr sowieso unseren Kanal hier. Genau, weil wir haben nämlich noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Jo. Und dann schreibt uns einfach die Kommentare. Ne? Und dann gucken wir mal weiter. Dann suchen wir vielleicht das eine oder andere raus. Ne? Aloha!
Moin, moin und tschüss, bis zum nächsten Mal.